Wir werden es jetzt so machen heute Abend. Herr Dr. Madder wird freundlicherweise ein paar einleitende Worte sagen und ich werde Sie dann ein bisschen lockerflockig mit Fotografie vertraut machen, was ich mir unter Fotografie vorstelle. Ich denke, das ist nicht ganz alltäglich, aber Sie sind ja da, um auch meine Bilder zu sehen. Und wir werden dann auch ein bisschen über meine Bilder und über meine Zukunftspläne sprechen. Wir sind ja ein schöner Familienkreis, sage ich jetzt mal, und da kann man dann ganz sehr vertraut miteinander sprechen und da freue ich mich schon drauf. Ich übergebe das Wort an Herrn Dr. Matthais und danke ihm sehr für sein Kommen und freue mich schon auf seine Ansprache. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und es bedarf wirklich keinerlei Überredungskunst, lieber Herr Gröhr, wenn ich eine solche Einführung machen soll oder Ansprache halten soll. Zuvörderst und an allererster Stelle, ich glaube auch im Namen aller Anwesenden, herzliche Glückwünsche zu einer Preisverleihung, die ja bei uns durch die Presse gegangen ist und die viel Resonanz in Pirmasens ausgelöst hat. Große Gratulation auch im Namen der Stadt, der Bürger der Stadt, zu diesen großartigen Preisen, die Sie erhalten haben. Man sagt ja relativ leichtfertig, eine Stadt lebt auch von und mit den Kreativen in einer Stadt. Das hat aber zwei Seiten. Die erste Seite, es gibt in einer Stadt immer Kreative, die leben nicht mit ihrer Stadt, die leben nur in ihrer Stadt. Und das ist das Erste, was ich zum Ausdruck bringen will. Bei Harald Gröhr ist das etwas ganz anderes. Der lebt nicht nur in dieser Stadt, sondern er lebt auch für die Stadt mit seinem künstlerischen Schaffen für die Stadt und er befruchtet in vielfältiger Weise als Fotopionier Pirmasens. Die Fototage, die ja eine mehrfache Wiederholung jetzt schon erfahren haben, sind ein breiter Beleg für das, was ich jetzt sage. Hier ist eine ganz neue Qualität in die Stadt Pirmasens getragen worden und hier wird Fotografie sozusagen für jeden greifbar gemacht, nicht nur für eine interessierte Elite, sondern Fotografie, Fotokunst wird in die Stadt getragen und das ist eine herausragende Idee, die wir zusammen bei den Fototagen so verfolgen und wie sich die Fototage in den letzten Jahren entwickelt haben, ist eigentlich ein klarer Beleg dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber auch da zeichnet sich wieder unser künstlerischer Leiter der Fototage dadurch aus, dass er nicht bei einem Erfolg stehen bleibt, sondern permanent diese Idee der Fototage weiterentwickelt. Und dass das nicht nur bei einer Veranstaltung ist, die sich alle zwei Jahre wiederholt, sondern dass das auch gilt für seine eigene
Professionalität, für seine eigene Profession, das Fotografieren, das belegt er immer wieder. Und jeder von uns, und Sie sind ja alle Interessierte an diesem Werk, sieht immer wieder, welche Entwicklungen da drin sind und welche überraschenden Wendungen in der Fotografie von Harald Gröhr immer wieder zu entdecken sind. Und das macht das Spannende aus. Und ich glaube, das wird auch jetzt national und international registriert. Und da kann man nur stolz sein, als Oberbürgermeister einer Stadt jemand mit diesem kreativen Potenzial in der Stadt zu haben. Und ich sage es zum Abschluss nochmal, und das ist eine ganz besondere Anerkennung, der dies auch fruchtbar für seine Stadt, für Pirmasens macht. Und dafür herzlichen Dank, Herr Gröhr. Und jetzt sollten Sie zu Wort kommen, weil das soll nur eine Einführung sein. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.